Wir erleben richtig ein Abenteuer. Es ist wie eine große Reise. Und dann diese Erfahrung, noch etwas zu erleben, oh, das kommt drinnen in jeder Teil von uns. No? Ja, wir lernen nicht etwas, wir erleben das, no? Wir kreieren zusammen. Eine tanzt vor, die anderen tanzen mit. Unser Recht auf Gemeinschaft. Das Abenteuer, auf das sich hier alle einlassen, heißt, die allgemeinen Menschenrechte durch Tanz erfahrbar zu machen. Für mich ist, dass man einander akzeptieren kann. Tolerieren ist zu wenig. Dass man einander akzeptieren kann, für was jemanden ist und etwas Positives geben kann. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Es ist das Schöne daran. Es ist so, dass es nicht darum geht, wie bei Sport, eine perfekte Bewegung zu machen, sondern es geht darum, eine Geschichte zu erzählen und etwas auszudrücken und dem Publikum Denkanstöße zu geben. Und jeder sieht seine eigene Geschichte darin. Community Dance, das heißt, keiner, der hier mitmacht, ist Tanzprofi. Alle machen mit aus Freude und Leidenschaft für das Projekt Menschenrechte. Initiator und Komponist von Human ist der Fischer Huda Helge Burggrabe. Bei den Proben hält er sich dezent im Hintergrund. Wenn so ein großes Orchesterstück entsteht, ist halt, sowieso die Frage, dass man Atmosphären einfängt, versucht auszudrücken mit diesen Instrumenten. Und für mich war von Anfang an klar, dazu soll getanzt werden. Und das hat die Komposition sehr beeinflusst. Ich habe mir immer vorgestellt, da werden Jugendliche irgendwann tanzen und die Musik muss so sein, dass es animiert, in die Bewegung reinzugehen. Das Orchester probt zeitgleich in einer anderen Schule. Für die Musiker und dabei vor allem für den Dirigenten ist das eine echte Herausforderung, ein ganz neues Stück zum ersten Mal aufzuführen. Ist wunderschön auf einer Seite, weil du denkst, wow, das kann ich hier so gestalten, wie ich mir einfach so gedacht habe. Und auf die andere Seite natürlich denkst du, mache ich das richtig? Ist das wirklich, was der Komponist möchte? Aber damit einfach der Komponist uns absolute Freiheit gegeben hat, ich fühle mich im Moment ziemlich sicher, auch mit dem Orchester. 3, 4, 5, 6, 1. Dann kommt Susan raus. Bam. Tag. Hier gehe ich ein wenig weiter. Die meisten der Tänzerinnen und Tänzer kommen aus Bremen und Umgebung. Es sind aber auch einige aus den Niederlanden, aus Spanien und dem Libanon dabei. Viele Nationen, eine Wahrheit. Menschenrechte sind kostbar. Gerade in Projekten wie diesem, wo man mit Menschen zusammenkommt, die aus den unterschiedlichsten Hintergründen kommen und die unterschiedlichsten Erlebnisse und Erfahrungen mitbringen, wird einem wieder bewusst, wie privilegiert man ist eben und wie wichtig es ist, diese Menschenrechte zu haben. Im kommenden Jahr wird Human auch in Bethlehem aufgeführt. Dann tanzen palästinensische Jugendliche auf der Bühne.